Hey Leute, willkommen zu einem neuen Rocket-Video. Die Modalitäten dürften euch ja bekannt sein. 12 maskierte Spiele werden hier gemacht. Das heißt, ich weiß gar nicht, wer meine Gegner sind. Ich sollte ein gutes Ergebnis, 400, 500 Punkte aufwärts erzielen, um mir eine Ausgangsposition zum Erreichen der Monatsmission zu schaffen. Allerdings, ich brauche diese Ausgangsposition tatsächlich gar nicht mehr, da ich schon fürs Jahresturnier qualifiziert bin für das große Finale. Alle anderen müssen noch ein wenig mehr kämpfen. Und da kann ich euch allerdings auch sagen, aktuell ist die Chance so gut wie nie. Ja, die Temperaturen werden wärmer. Die Skatfreunde gehen lieber raus. Wer kann es ihnen verdenken? Das heißt, die Teilnahme ist ein wenig rückläufig. Auch sind schon sehr viele gute Spieler qualifiziert, so dass es im Moment wirklich vergleichsweise einfach ist, sich hier fürs Monats- und womöglich sogar fürs Jahresturnier zu qualifizieren. Das erste Spiel war hier relativ unspektakulär. 6 Trumpf, Pik zu dritt. Ja, ich schmeiße jetzt hier schon das Kreuz Ass ab, weil zu sehen ist, Pik König muss noch beim Alleinspieler sein. Wir sind also gerade mal gut rausgekommen und mehr war da auch nicht zu holen. Zweiten Spiel will ich mal immerhin 22 bieten, meinen ausgesprochen dürftigen Pik bis zum Anschlag ausreizen. Reicht aber nicht. Vorhand hält. Tja, Karo wird er hoffentlich nicht spielen. Bei allem anderen ist es vorstellbar, dass wir ihn ans Bein knabbern können. Oh, ein Grang wird gespielt. Ah, da hat er natürlich Glück. Kreuz kommt der Doppelläufer, dann sind offenbar die Asse gedrückt. Ja, Pik Ass gedrückt, Karo Ass gedrückt. Also das ist der Grund, warum ich lieber Zehner drücke als Asse. Es ist doch jetzt sehr verräterisch. In dem Fall ist es natürlich auch völlig egal. Dank des Doppelläufers ist der Spieler sowieso zu Hause. Ja, die Drückung, das deutet aber natürlich auf einen Grang ohne Vieren hin. Deswegen ziehe ich jetzt hier auch den Buben. Kann ich meinem Partner ruhig einen Buben rausziehen, dann bekommen wir sowieso den Rest. Herz 10 müsste der Spieler jetzt natürlich noch in der Hand haben, wenn er wirklich die beiden Asse gedrückt hat. Die bekommen wir natürlich dann mit dem letzten Buben. Ja, mit 76 gewonnen, hört sich erstmal deutlich an. Andererseits, wenn Kreuz 10 eben nicht läuft, denn da sind ja auch noch König und Dame drin, dann wären es nur 59 gewesen. Außerdem hat der Spieler beide Damen bekommen zu den Assen. Also das war schon ein Grang mit sicher ein wenig Nervenflattern. Das war nicht selbstverständlich, den zu gewinnen. So, nun ist Spieler 1 dran und tauft auch einen Grang. Ja, auf Kreuz Bube. Ich habe gar keinen besonders guten Abwurf, das muss man hier sagen. Es tut ein wenig weh, die Karo 7 abzuwerfen aus dieser langen Farbe. Falls mein Partner zwei Buben hat, irgendwann mal rankommt, dann möchte ich natürlich auch gerne in Karo eingespielt werden und die Länge haben. Andererseits Kreuz König direkt aufzulösen ist auch nicht so, ja, ist auch keine so gute Idee, in Pik jetzt reinzugreifen, die 10 blank zu stellen. Alles nicht so gut, also wohl oder übel, das geringste Übel, denke ich wohl, ist hier die Karo 7. Ja, und nun zeigt es sich, der Alleinspieler hat vielleicht hier eine kleine Schwäche, ein kleines Problem. Für mich natürlich schwer zu bewerten, wie die Karte steht. Hat mein Partner noch einen Buben? Wie viel Herz hat er? Ich entscheide mich hier dann doch jetzt Kreuz aufzulösen, diesen König zu dritt, den kann ich wohl eh nicht bis zum Ende halten und überlasse es meinem Partner mal zu entscheiden, wie er mit Herz umgeht. Bleibe erstmal mit der Lusche, biete ich erstmal keinen Anreiz zu übernehmen. Hier habe ich jetzt schon den König gelegt. Ja, nochmal Karo will ich eben auch nicht abwerfen. Das war noch nicht unbedingt das Zeichen zum Übernehmen, beziehungsweise mein Partner entscheidet sich tatsächlich da unter zu bleiben. So, jetzt könnte ich schon wimmeln, aber vielleicht soll Pik 10 auch noch einen Stich machen und da fällt jetzt das Herz Ass bei meinem Partner. Ja, wenn er den Pik Buben hat, dann soll er ihn jetzt ziehen. Dann kann ich ihm Pik 10 anzeigen, aber er spielt Pik und er spielt den Buben nicht. Es sieht aber ganz so aus, als ob er ihn hätte. Alles andere
Da wird mich doch mein Riecher sehr täuschen. Ja, er hat den Pik Buben. Ja, warum spielt er ihn denn nicht? Es ist, meine Lieben, fast immer eine gute Idee, den Buben, also den letzten Trumpf des Alleinspielers abzuziehen, wenn ihr das könnt. Euer Partner kann dann seine lange Farbe behalten, seine starke Farbe. Ich hätte natürlich dann auf den Buben Pik 10 gewimmelt. Und dann kann mein Partner wissen, dass weder Kreuz noch Pik die Karten sind, spielt sein Karo rüber, wir machen die nächsten vier Stiche und der Alleinspieler muss einen von den dunklen Assen sogar abwerfen. Also das Spiel hätte er natürlich im Leben nicht gewonnen. Das war eine Nummer zu dünn eigentlich gegen die verteilten Buben. Viertes Spiel. Das sieht doch gut aus für mich in Vorhand. Das ist ja schon ein halber Grand-Hand. Zumindest müsste man schon sehr schlecht finden, wenn das kein Grand werden soll. 14 könnten gedrückt werden. Schnapp. Ja, da sind wir. Willkommen beim Skat. 0 Augen in Pik, zweimal vierte Farbe. Tja, 14 drücken. Beiden Buben ziehen. 22, Karo Ass 10. Mit der Dame 46, Kreuz Ass 57. Also wenn Karo 2 zu 2 steht, dann gewinne ich den Rang natürlich mit 14 im Keller, wenn aber nicht, und das, wo wir die 18er Gegenreizung haben, nee, das ist mir dann doch ein wenig zu heiß, das Eisen, dann bleiben wir mal zum Start der Liste bei einem soliden Herz. Dafür können wir jetzt einmal was machen, erst den Zug von oben, jetzt von unten. Ich hätte ihn sowieso gespielt, ihr seht, ich habe die 7 schon so rausgezogen. Wo ich jetzt das Trumpf Ass natürlich bekomme auf Pik Bube, mache ich es natürlich besonders gerne, denn es fehlen ja noch vier Trümpfe. Dann bietet es sich geradezu an, beim zweiten Mal diesen Unterzug zu machen, falls Trumpf eben 4 zu 2 steht. So, jetzt kann ich von oben hin lang und es war gar nichts los. Trumpf steht ohnehin 3 zu 3. Dann war das auch völlig egal, ob ich noch von oben ziehe oder dann von unten, beziehungsweise in dem Fall hätte ich sogar in Karo schnippeln können. Das konnte ich mir so natürlich nicht erlauben, weil noch Trumpf Abstichmöglichkeiten drin waren. Ja, gutes Spiel, leicht gewonnen, Schneider frei, schnell weiter im Geschäft. Ah, jetzt geht's doch los hier. Kurz vor Hälfte zieht die Karte an, drei Asse, eine 10 Kreuz Bube für 18 dran und das vierte Ass im Stock. Mensch, das Leben kann so schön sein, nicht nur weil draußen die Sonne immer früher aufgeht, sondern auch weil beim Skat immer wieder Buben und Asse im Stock liegen. Also das ist eine der tollsten Geschichten an diesem Spiel. So, man kann den auch anders drücken, man kann die Karo 10 auch im Blatt halten, muss ich dann irgendwie ein bisschen anders sauber drücken, aber die Chance, dieses Spiel Schneider zu spielen, schätze ich doch relativ schlecht ein. Ich habe mit dieser Art der Drückung relativ gute Erfahrungen gemacht. Ich bin dann einfach nicht darauf angewiesen, dass der Doppelläufer in Karo kommt. Die Chance ist ja dann doch nicht so groß. Klar, es kann einem auch auf die Füße fallen, wenn jetzt ein anderes Ass gestochen wird. Ist aber ohne Gegenreizung und wo ich keine Viererlänge im Blatt habe, auch nicht so besonders wahrscheinlich. Und auch dann gibt es ja immer noch Wehr. Wir haben es eben gesehen, dann kam noch mal eine blanke 10 dazu, ist ja auch nicht selten. Habe ich also auch fast 80 bekommen, leicht gewonnen diesen Rang. Jetzt hatte ich richtig Lust. Ich war richtig in Spiellaune gekommen. So sehr, dass ich mit dieser Flocke hier wieder 20 geboten habe in Mittelhand. Nur schlechte 5 Trümpfe, nur ein hohles Ass. Gut, die 20 Augen, die ich drücken kann, haben mich wohl animiert. Bin ich allerdings zum Glück jetzt nicht rangekommen. Hier muss ich gleich im ersten Stich eine Grundsatzentscheidung treffen. Es ist natürlich gut möglich, dass der Alleinspieler Kreuz, Herz, Bube und Trumpf Ass hat. Typischerweise dann im 6- oder 7-Trümpfer. Dann müsste ich jetzt schon die Trumpf 10 dazugeben, um überhaupt zwei Trumpfstiche zu machen. Ich habe ja auch keine blanke Karte, die ich gut rausspielen kann, wo ich also noch eine Idee habe, meine Trumpf 10 zu retten, wenn der Alleinspieler wirklich eben auch noch Herz, Bube und Trumpf Ass hat. Aber will ich denn gegen so eine Verteilung wirklich spielen, dann wäre ich ja schon im ersten Stich, hätte ich mich schon auf Schneider frei als Ziel committed. Nee, dann hoffe ich lieber, dass das Spiel eben doch ein wenig trumpfschwächer ist. Ja, und da sieht es auch gut aus. Ich bekomme meine Trumpf 10 nach Hause. Ja, das bedeutet eigentlich, dass mein Partner auch noch einen Trumpf haben müsste. Herz habe ich hier ganz gut getroffen. So, was ist jetzt los? Huch. Ja, das ist erstaunlich. Also da hat mir der Spieler 1
nach dem ersten Stich relativ leichtfertig die Trumpf 10 geschenkt und einen Trumpfstich auch geschenkt. Ja, das kann schon als relativ großer Lapsus durchgehen. Werde ich mir hier mal notieren bei der Einschätzung, was hier mit den Spielern geht. Jetzt hat er also 6 Trümpfe, er hatte ein Herz dabei. Ich vermute mal, dass er dann den Drilling in Karo hat. Irgendeine Stärke wird er ja noch haben. Und jetzt guckt euch das mal an. Auch ein wenig frivol. Gut, er sieht ja, hat ja schon die Kreuz 10 gesehen, aber er weiß ja noch gar nicht, wo die Karo 10 sitzt. Denn er müsste jetzt eigentlich gegen diese Karo 2 zu 1 Verteilung unter durchspielen. Es fehlen eben noch die beiden Karo Luschen und die 10. Damit auf keinen Fall jetzt auf diesen Karo-Stich das Kreuz Ass gewimmelt werden kann. Wenn Karo 10 jetzt bei meinem Partner ist, kann ich da Kreuz Ass reinhauen. Dann hätten wir genug. So haben wir nur 58. Also Spieler 1, ich sage mal an dieser Stelle spätestens erkennbar ein unerfahrener Spieler. Hälfte haben wir geschafft. Alle ganz gut im Rennen, alle relativ gleich auf, da ist noch keine Entscheidung gefallen. Jetzt habe ich im siebten Spiel in Vorhand ein absolutes Brett. 7 Trumpf mit beiden vollen und 2 Seitenassen. Allerdings nur Karo Bube und Spieler 1, der will auch spielen. Der hat wohl die Gegenkarte, der hat wahrscheinlich 2, 3 Buben, sehr lang Kreuz. Wer weiß es schon, 48 halte ich natürlich, Herz Hand ist kein Problem. Tja, ich kann jetzt schon mal in mich gehen. Was mache ich denn, wenn er mir 50 sagt? Auf jeden Fall erstmal ein langes Gesicht. Also wahrscheinlich müsste ich dann passen. Aber mit einem sehr mit absolutem Magengrimm. Dieses Spiel, das lässt kein Skatspieler gerne vom Tisch. Ich besonders nicht. Aber kann man das Spiel gegen eine 50er Reizung seriös Schneider ansagen? Dann müssen ja fast die drei Buben stehen. 4 Stich in der Abgabe, Wimmlung, Wimmlung, nee. Schneider ist nicht möglich, Krang ist auch nicht möglich. Ja, wenn Spieler 1 sich also entscheidet, hier durchzuziehen, wenn der mehr als 48 hat, dann muss ich in den sauren Apfel beißen und ihn spielen lassen. Der überlegt jetzt aber eine halbe Ewigkeit und dann hat er gepasst. Hui, das ist doch schön. Das sind so die kleinen Nuancen, die du ja auch gar nicht in der Kontrolle hast, die du gar nicht im Einfluss hast, ob du nun an so ein Spiel rankommst oder nicht. Ja, er hat wohl nur die drei Buben. Das Einzige, was jetzt natürlich nicht passieren darf, ist, dass Kreuzbube im Stock liegt, ich mich deswegen überreizt hätte. Ist aber bei der Reizung natürlich so gut wie ausgeschlossen. Da kommt da auch der Kreuzbube. Leider noch ein voller rein. Nützt ja nichts. Sind sie wieder aus dem Schneider gekommen. Aber was habe ich gemacht? 84 oder 86, irgendwie sowas in der Art. Also ganz unspektakulär. So, 170, 270, 240. Da muss noch ein wenig was passieren. So, und während hier so der Skat ins Land geht, sehe ich gerade, dass auch es draußen ein wenig dunkler wird. Achtung mal, ich mache jetzt mal das Licht an, damit ihr mich ein wenig besser erkennen könnt. Kleine Sekunde. Das war es noch nicht. So, da bin ich wieder. Hier läuft das Spiel weiter. Was ist passiert? Bringt mich mal wieder in den Film. Aha, Spieler 1 spielt Pik. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu viel verpasst. Ach, das war die Geschichte. Ich habe jetzt hier vorsichtshalber gewimmelt, damit wir nicht im Zweifel noch Schneider bleiben, falls das Kreuz Ass etwa noch beim Spieler sitzt und er die Herz 10 im Keller hat. Wenn wir diesen einen Stich machen, dann kommen wir raus. Mehr war auch nicht drin. Neuntes Spiel. Tja, es ist ein wenig was, aber viel ist es nicht. Also 0, das gucke ich mir nicht an, aber wenn jemand 24 hat, dann ist mir das ein zu ernstes Interesse und dann ist mir mein Blatt vor allen Dingen zu mager. Ich brauche ja auf jeden Fall eine Verstärkungskarte. Die Chance ist natürlich gesunken. Grang wird gespielt in Hinterhand. Ja, man drückt natürlich immer die Daumen, finde Herz, aber wie soll er auf die Idee kommen? Aufgrund der Reizung war es nicht unbedingt zu ahnen. Tja, Karo, wie hat er denn Karo ausgespielt? Aus 7, 8, 9 oder sowas. Pik hat er auch nicht.
Na, das sieht jetzt aber ganz übel für uns aus. Das sieht jetzt ganz übel aus. Vor allen Dingen, sag mal, wo ist denn das Kreuz Ass? Und die 10 hat er. Mein Partner hat Kreuz Ass und 10, wo ich den König zu dritt habe. Warum spielt er denn, wenn er keinen Buben hat, nicht mal das Kreuz Ass aus, frage ich mich. Der Alleinspieler macht ja dann nur 4 Stiche überhaupt, wo ich 2 Buben habe. Ich habe gerade nur einen Karo mit und einen Pik mit, selber noch Herz Ass 10 Dame. Ja, ich meine, jetzt haben wir einen Stich gemacht. Damit sind wir definitiv Schneider. Wenn wir 4 Stiche machen, 6 Stiche machen, dann kommen wir also eine ganze Ecke weiter. Ich weiß nicht, ob das Spiel dann gewonnen wird. Ich, ehrlich gesagt, einen vollen gedrückt hat er auch nicht. Also das bezweifle ich, dass er mit diesen 4 Stichen hätte gewinnen können. Ja, Mensch, Kleinigkeiten. Spieler 1 beim Grangmann Ass spielen. So, jetzt guckt euch das mal an. Ist das nicht ein Gedicht? Da muss man fast mal ein Foto machen. 4 Könige, 2 Damen, keinen einzigen Vollen und kein Buben. Tja. Ich kann jetzt nur mal aufgrund der Reizung erahnen, dass mein Partner vielleicht auf 20 gepasst hat, weil er etwas Herz hat. Ist aber nicht der Fall. Gut, vielleicht hat er auch das Karo Ass, wer weiß. Ja, er hat das Karo Ass. So wie es aussieht, hat er sogar auch noch das Kreuz Ass. Das wäre sonst ein ungewöhnlicher Unterzug, wenn der Spieler Kreuz Ass und 10 hätte und dann unter durchspielt. Ja, gut, jetzt überlegt er, ob er noch irgendwie Schneider spielen kann. Natürlich nicht. Entsticht er, zieht seine Vollen durch. Okay, spätestens jetzt ist er zu Hause mit Pik 10. Mehr macht er auch nicht, deswegen spielt er Herz raus. Naja, gut. Karo König steht, Kreuz Dame, hat mein Partner noch das Ass. Also mal wieder gut aus dem Schneider gerobbt. So, jetzt machen wir hier nochmal kurz Pause. Ich schaue mir den Zwischenstand an. Ja, da bin ich gerade ganz schön abgerutscht. Eben noch vorne weg. Jetzt haben die anderen 3 Spiele gemacht. Und mit meinen 2,78 habe ich die rote Laterne. Es sind nur noch 2 Spiele. Also jetzt muss was passieren. Sonst verliere ich hier die Wette. Und das kommt eigentlich nicht in Frage. Nee, das kommt nicht in Frage. Uah, das ist natürlich ein dünner Ansatz. Und beide reizen schon. Gut, aber in der Phase kann ich da leider gar keine Rücksicht drauf nehmen. Ich brauche einen Spielschnapp. Na, siehste wohl, Karo. Bube ist ja schon mal eine Karte, die das Spiel stark macht. Jetzt drücke ich 14 Augen in einer Farbe. Das sieht doch schon ganz gut aus. Kreuz ist auch ein schöner Aufschlag. Ja, jetzt hoffe ich nur, dass nicht. Oh, Kreuz 10 und Kreuz Dame. Was ist denn das für ein Startstich? Also so richtig mit rechten Dingen geht das nicht zu. Ich weiß nicht. Hat Spieler 3 aus 7, 9 Dame die Dame aufgeschlagen? Das wäre auch schon ungewöhnlich. Oder ist Spieler 1 mit der 10 rauf aufs Bild? Es soll mir mal egal sein. Damit bin ich mir doch jetzt schon ziemlich sicher, dass ich das Spiel gewinne. Selbst wenn Trumpf ungünstig steht. Aber auch Trumpf steht aalglatt, Mensch, das ist ja sensationell. Dann rückt plötzlich der Schneider in ganz große Nähe und sogar steht Kreuz 2-2, also Kreuz 8 macht auch noch einen Stich. Dann habe ich ja sogar eine theoretische, zwar ausgesprochen kleine, aber doch theoretisch denkbare Schneider-Schwarz-Chance, wenn jetzt hier beide Herz halten sollten. Nee, aber wie soll denn das gehen? Da wirft der Herz Dame ab. Da wirft der Herz Dame ab und hält die Pik Dame. Na schade, das wäre ja immerhin noch mal so eine interessante Partie gewesen, mit der Pik 9 hier auf Stich zu kommen. Gut, ich will mich nicht beklagen. Schneider gespielt, Karo mit 2 war erstmal gut gefunden. Damit habe ich Spieler 1 überholt, ganz knapp, und hänge noch schlapp hinter Spieler 3. Jetzt also auf zum letzten Gefecht. Naja, immerhin, immerhin eine reizbare Karte, ein Null-Ouvert, ein Null, ein Null-Hand, irgendwo in dem Bereich. Also wir starten mal bis 0. Nein, also ich sag mal, das ist vielleicht wirklich mal eine Karte, da könnte man 0 Hand drauf spielen. Ist ja nun eines der seltensten Spiele, mache ich auch nicht oft. Gut, okay, hat sich gerade erledigt. Der Spieler reizt über 35 rüber. Ich gehe mit, dann gehe ich eben auf 0 Ouvert. Gehe ich auf 0 Ouvert und da kriege ich die 48 gereizt. Tja, ich könnte 0 Ouvert Hand spielen. Vorhand hat 18 gehalten, ich habe Karo 8 und 10. Gut,
Man muss es nicht übertreiben. Spieler 1 hat, den habe ich ja im Griff. Vielleicht kriegt Spieler 3 ja auch noch seine Schwierigkeiten, wo mein Partner mitgereizt hat. Ich denke mal zumindest, es ist fairer und wahrscheinlich auch vernünftiger, dieses Spiel zu passen, zumindest bei 48 und nicht den Null-Over-Hand, also auf Biegen und Brechen durchzuziehen. Schließlich bin ich in drei Farben potenziell drin. In Herz kann auch noch was passieren, in Kreuz auch. Also gucken wir uns jetzt mal diesen Gang an. Tja, komisches Ausspiel. Ich sagte es ja schon, Spieler 1, unerfahrenen Eindruck macht er auf mich hier auch unterm Ass mit der Dame. Kann ich natürlich nicht drauf kommen. Wenn er unterm Ass spielt und möchte, dass ich mit der 10 rauflaufe, dann sollte er natürlich die Lusche spielen. Ja, und jetzt Karo Ass hinterher, wo ich nur noch die 10 habe. Also, ja, weiß ich auch nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Jetzt haben wir drei Augen liegen. Wenn er jetzt nicht noch zwei Buben hat und irgendwie eine Farbe stechen kann oder was, dann weiß ich auch nicht. So, drei Buben beim Alleinspieler, offenbar vier Kreuzen. Gut, wenn es Pik Ass auch noch hat, können wir eh nicht gewinnen. 23, na, wir können jetzt wohl sowieso nicht mehr gewinnen, egal. Ja, Pik Ass hat mein Partner auch noch, dann nicht zu fassen. Dann hat der Alleinspieler, wenn er keinen Pik mehr hat, ja, dann hat er noch einen Buben, zwei Kreuz und natürlich ein weiteres Herz. Und wir stehen auf 34, können also jetzt, wenn Herz kommt von meinem Partner, den 25-Augen-Stich noch machen. Ass 10 König auf 59. Langt nicht mehr. Aber auf die Idee kommt mein Partner auch nicht. Jetzt kann Herz König noch abgeworfen werden. Jetzt haben wir natürlich noch weniger. Ja, jetzt kommt Herz 10. Also, das hat natürlich mit deutscher Wertarbeit, mit Präzisionsarbeit nichts zu tun, was da gespielt wird von Spieler 1. Damit gewinnt jetzt Spieler 3 diesen Gang nach einem, ja, verdächtig glücklichen Verlauf, sagen wir es mal so. Erst auf drei Augen abgeworfen, dann 21 gestochen. Das kann natürlich mal helfen. Ich will aber hier gar nicht missgünstig klingen. Es geht mir da eher rein um die Feinheiten des Spiels. Wenn die verletzt werden, dann bin ich auch selber immer so ein bisschen angegriffen. Aber jetzt bin ich auch schon wieder drüber hinweg und freue mich für Spieler 3 für 484 Punkte. Dem werde ich also seine Wette ausbezahlen. Spieler 1 habe ich immerhin noch um 24 Augen im Griff gehabt. Das ist zumindest ein Trostpflaster für mich, für euch hoffentlich auch. Das war es dann für heute von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wie immer, gut Blatt.